trident, the bow and arrow, the axe, the great battle in which Ganesh lost his tusk. We find these symbols. We find the tusk. That's supposed to happen? Dunno. Welcome to downtown Halabadoo. Last known resting place of the Tusk of Ganesh. I don't like it. You don't like anything. Oh, thank you. I'm slipping. You know that treasure hunting is not at the risk of us, right? Neither is being a mercenary. You two. Partners. And hello, gorgeous. Well, history with the Saab made you the obvious choice. You lie to my face. Cards on the table. I need your help. And if you want the tusk, you need mine. It's a limit, can't change his spots. You know nothing about me. And the casualty of war. Don't! Howdy, you folks. Welcome to the Pleasure Gaming Canal from Don Rico Fierfierzk. Das klingt doch gut. Ja. Das dritte Auge von Shiva. Das Licht scheint genau auf diese Statue dort drüben. Wir sind noch nicht fertig. Wenn die Hoysala etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Und was ist das alles? Das Ding, das sie hält, das ist ein Prisma. Du hattest recht. Klar hatte ich das. Womit? Mit dem, was du gesagt hast, da wo die Statuen und Äxte waren. Dass aller guten Dinge drei sind. Drei Spitzen eines Dreizacks, das Licht teilte sich in drei Strahlen auf und Shivas drittes Auge. Gut aus. Ja. Jetzt kümmern wir uns um die anderen beiden. Fängt nicht gerade gut an. Moment. Ich habe eine Idee. Was machst du da? Improvisieren. Moment. Hast du das? Ja. Bitte. Du bist eine tolle Statue. Rüber mit dir. Das Ding ist schwer. Okay.
Echt jetzt? Echt! Das Licht trifft die Statue, aber nichts passiert. Schau hoch, die Statue steht nicht richtig. Ah, okay. Okay. Okay, kannst du wieder zur Statue werden? Vorsicht, die Kante sieht nicht stabil aus. Alles klar. Okay, da ist was passiert.
Also kann ich den hinlegen? Nein, warte noch. Was ist los? Ich sehe von hier drüben nichts. Warte, halt noch eine Sekunde still. All das Wasser. Das ist ein Reinigungsritual. Was ist los? Oh, du kannst den Spiegel jetzt hinlegen. Scheiße. Sie haben uns gefunden. Mach dich bereit. Shit. Schön heftiger Stoß. Ich habe mir Sorgen gemacht. Kommt, Zeit für ein Wiedersehen. Er wollte euch nicht verraten, trotz meiner Überzeugungsversuche. Oh, Sam! Verdammt! Hey, du hast es geschafft? Oh Mann. Schon gut. Er schlägt wie ein Mädchen. Ist das so? Ohne diese Handschellen würde ich dir zeigen, wie Mädchen schlafen. Zur Hölle macht die denn hier? Du meintest, ich brauche Hilfe, das ist sie. Ja, aber... Ich muss gestehen, du bist ganz schön gerissen. Erst stiehlst du meine Scheibe, dann lässt du mich durch deinen Experten ablenken. Das ist clever. Vielleicht fließt in dir ja doch ein wenig indisches Blut.
Tja. Bringen wir es zu Ende. Okay, okay. Also, Nadine Ross. Sprich mich nicht. Ich wollte sagen, du siehst gut aus. Hörst du schlecht? Was stinkt hier so? Oh, tut mir leid. Fließendes Wasser und Seife waren in der letzten Zeit eher Mangelware. Gott. Von all den Leuten, die du hättest herbringen können. Sie hat mir mehr als einmal den Arsch gerettet. Du weißt aber noch, dass sie versucht hat, Nathan und mich umzubringen. Und zwar mehr als einmal. Bleiben wir fair. Ihr beide habt dasselbe mit ihr versucht. Ja, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, sobald wir ihr den Rücken zudrehen, haben wir ein Messer drin. Ich kann übrigens jedes Wort hören. Ich weiß. Ich vertraue ihr. Weißt du was? Schön. Ich bin nur ein kleines bisschen sauer, dass wir hier mit leeren Händen rausmarschieren. Aber damit kennst du dich aus, stimmt's? Oh, Mann. Das hat Klasse, danke. Alles zu seiner Zeit, Kinder. Kannst gern noch mehr haben. Fahrradständer nach der Schule. Beeil dich! Anscheinend haben die Könige eine letzte Aufgabe. Aber uns brauchst du wohl nicht mehr, also machen wir uns mal auf. Oh, im Gegenteil. Du kennst diese Geschichte. Also, Shiva gab Parashurama die mächtige Axt, die Ganesha im Gesicht traf, wodurch Shivas Sohn, einer der größten unter den Göttern, in die Knie gezwungen wurde. Ein weiteres Kriegsopfer. Tu's nicht. Ja, genau, Chloe. Er wird dich einfach um... Er hat recht. Aber wenn du dich weigerst, siehst du sie sterben. Stück für Stück. Okay. Chloe, nicht! Okay, mal sehen, was wir haben.